fertig? Ich bin soweit. Wir suchen einen Planeten, auf dem es Tiger gibt. Ein Ort mit Tausenden von Rosen. Ohne irgendeinen Luftzug. Und er steht auf keiner Karte. Stimmt alles, aber unsere Galaxie ist unendlich. Vielleicht ist es ein ganz kleiner Planet, versteckt hinter einem Asteroiden. Oh, natürlich, ein ganz kleiner Planet. Jetzt bist du dran. Halt dein Versprechen und befrei uns von den Baobabs. Super fuchsig. Und jetzt den anderen. Gute Arbeit. Und jetzt, Schlange, musst du dein anderes Versprechen halten. Erzähl mir von meinem Planeten. Tja, der Planet der Rosen. Hat dir der Fuchs etwa nichts gesagt? Das ist ja seltsam. Im Vulkan hat er mit mir über deine Kindheitsträume gesprochen. Und ich habe ihm alles erzählt, was ich weiß. Ich glaube dir nicht. Fuchs! Nein, sie hat mir überhaupt nichts gesagt. Rose, heb das Glas an, damit ich sie verschlingen kann. Unsinn, wenn du sie frisst, sagt sie überhaupt nichts mehr. Wir hatten was vereinbart, aber du hattest es eilig und wir mussten deine Probleme zuerst regeln. Das haben wir jetzt davon. Du hast doch gesagt, ich soll sie holen. Und mit deinen komischen Träumen von deinem Planeten hat alles angefangen. Und wegen dir ist der kleine Prinz weggegangen und B612 ging den Bach runter mit diesen Schafen, die nicht gehorchen. Du redest wirklich nur dummes Zeug. Das Problem ist, dass du dich über meine Sorgen lustig machst oder über den kleinen Prinzen. Du denkst nur an dich, du egoistische Scheuerbürste. Du knallroter Strohhalm. Du räudiger Felser! Du schlapper Salat! Warte, hör auf! Sieh mal, durch unseren Streit entstehen Finsterlinge! Das ist alles deine Schuld! Ganz ruhig, Fuchs, reg dich nicht auf. Komm, Triambakam, er muss sich nur beruhigen, dann wird es schon wieder gehen. Mein angebeteter kleiner Rosenkopf, mir scheint, wir müssen sofort aufhören, uns zu zanken. Das reicht wohl noch nicht ganz. Armer Fuchs. Mein liebes kleines Blümchen, du weißt, du bist meine einzige Freundin außer dem kleinen Prinzen, der uns sehr fehlt. Denkst du das wirklich, Fuchs? Ein einzelner guter Gedanke kann nicht all die Finsterlinge besiegen, die durch euren Streit entstanden sind. Freunde, ihr seid dran. Fuchs, mach doch was! Sieht aus wie eine plötzliche Ohnmacht. Vielleicht aufgrund von zu viel Aufregung. Das ist wegen dieses Planeten der Rosen. Der kann doch überall sein. Das ist, als ob man einen Floh in einem Eisbärenfell sucht. Ja? Was ist denn passiert? Wir sprachen über den Planeten der Rosen und du bist umgefallen wie ein Hase. Kannst du dich nicht erinnern? Ich hatte eine grauenvolle Vorahnung. Irgendwas Schreckliches ist passiert.